Willkommen zurück, ihr Lieben. Ich bin in Geldern. Und zwar hatte ich ja in der letzten Folge schon angedeutet, dass ich gerne im Mittelland die Sachen machen würde, gerne fertig machen würde. Und mir fehlen hier noch zwei Städte. Und zwar einmal Silden und Trelis. Und ich bin jetzt auf dem Weg nach Silden. Und ich würde gerne die ganzen anderen Sachen hier so ein bisschen beenden und vielleicht auch ein bisschen Sachen säubern. Was sind hier Goblins? Bin ich aufgeräumt gehabt? Neu gespawnt, ich war Ewigkeit nicht da. Warum ist da direkt ein Ork? So, weil ich die Mine ja wieder in Gang gebracht hatte, nicht wahr? Da war was. Da war was gewesen. Nach Trocken. Genau, ich bin auf dem Weg nach Silden, dann gucken wir mal, was wir da noch alles machen müssen. Und dann würde ich halt, wenn ich hier alles so ein bisschen gemacht habe, Vanguard muss ich auch noch machen, da sind so viele Orks, hier einmal alles so ein bisschen befreien, wenn man das jetzt so nennen würde, könnte, je nachdem. Ich bin an die Kupfliege. Noch jemand? Ja. Die Sachen würde ich gerne machen. Ist das eine Höhle? War ich da drin? Ist das nur der Ausgang von der anderen Höhle vielleicht? Ist ja dieser Durchgang. Nee, dann hätte ich die Pilze eingesammelt. Oh. Ist nichts. Die Schlange nicht, ne? Ist nicht möglich, die Schlange zu töten. Auch wenn sie... Die krieg ich, die? Die krieg ich. Die da ist ein bisschen ein Spezialfall. Nee, das ist ja einfach nur... Hier ist einfach nichts. Außer Pilze. Ich dachte, oder? Aber ich hätte ja die Sachen hier alle eingesammelt. Okay. Wir nehmen es jetzt mal so hin. Glaube ich mal ja nicht. Wird das auch nur eine Deko-Höhle? Würde ich jetzt mal einfach so sagen. Silden müsste doch noch da jetzt sein. Aber da ist ein Steg. Das ist aber ein Häuschen. Geh da mal lang. Bin ja da früher durch. Und dann bin ich zu diesen einen Holzfällern schon mal gelangt. Nur den Weg freiräumen. Stört mich ein bisschen. Der Weg war hier sauber. Er war sauber. Hier sind auch gar keine Pilze mehr. Hier habe ich alles mitgenommen. Da brauche ich die jetzt nicht unbedingt, aber... Genau, darüber. Und da oben waren so eine Holzfäller. Da hatte ich ja eine Mini-Aufgabe schon gemacht gehabt. Und deshalb dachte ich erstmal Silden und dann das andere Dörfle. Dann habe ich bis auf Vanguard hier eigentlich alles erledigt. Und dann würde ich einfach später hier die Sachen befreien. Ich weiß jetzt nicht, welche Auswirkungen das hat, wenn ich dann in die Wüste gehe, weil da sind ja auch Orks. In Nordmar ist das ja egal. Mal gucken. Und Wüste wird dann auch beenden und dann würde ich wieder nach Nordmark, glaube ich, gehen. Ja. Ich glaube, das wäre ganz, ganz praktisch. So, wir sind angekommen. Dann gibt es erstmal eine Kaffeeklatschrunde, wie sonst auch. Wahrscheinlich bin ich die ganze Folge damit beschäftigt, je nachdem, wie viele Leute es hier gibt. Wir werden sehen.
Wadir. Ein besonders herrlicher Tag, findest du nicht? Ich weiß nicht, ob es ein besonders herrlicher Tag ist. Du bist Assassine? Richtig. Mein Name ist Qadir. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin neu hier. So, dann weißt du sicher auch nicht, wie es hier läuft. Hm? Mach nichts. Ich werde mich schon um dich kümmern, mein Freund. Sohn der Freundschaft hätte ich... Was ist denn hier los? Ich will Sohn der Freundschaft hören. Also ich bin enttäuscht. Was macht... Also will er mir zeigen, wie es geht? Er kommt doch theoretisch selber nicht hier, oder? Was machst du hier? Ich bin Beschaffer von wertvollen Arbeitskräften, mein Freund. Du bist Sklavenjäger. Ein garstiges Wort für diese verantwortungsvolle Aufgabe, findest du nicht? Hat sich die Musik resettet, nachdem ich Ewigkeit nicht mehr im Spiel war? Dass das jetzt lauter ist als die Stimmen mal wieder? Ich bin etwas irritiert. Dann hört man die normalen nicht. Ich hatte ein paar Sachen angepasst. Ich finde das sehr schwierig, dass es gar nicht so gebalanced ist, ne? So. Kümmerst du dich auch um entlaufene Sklaven? Hier in Silden sind die Söldner dafür verantwortlich zu erhalten, was ich ihnen bringe. Erhalten? Interessant. Woher bekommst du deine Sklaven? Viele Menschen verstecken sich in den örtlichen Wäldern vor den Orks. Ich suche sie und überrede sie, für die Orks zu arbeiten. So läuft es, ja? Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Ich will ihm dabei nicht helfen. Zeig mir deine Ware. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Nee, brauch ich nicht. Obwohl, was ist das da? Ich weiß nicht. Ringstab. Da brauche ich aber Stärke. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ich will ihm nicht bei seiner Sklavenarbeit helfen. Nimm das mal an, aber... Ich will dir bei deiner Sklavenjagd helfen. Sehr schön, mein Freund. Ich habe gerade erfahren, dass sich im Westen eine Gruppe Holzfäller herumtreibt. Das sind starke Burschen. Wenigstens einen von ihnen solltest du dir schnappen. Na super. Die kenne ich. Was habe ich davon, wenn ich für dich einen Holzfäller versklave? Du wirst schon nicht leer ausgehen, mein Freund. Irgendwann ist das auch vorbei. Ich möchte gerne wissen, ob sie es lohnt. Was ist los, Mora? Irmak. Müde? Was ist los? Was willst du? Und er schläft ja am helligen Tag. Hast du nichts zu tun? Ich bin wache. Aber meine Hellebarde ist verschwunden. Ohne Hellebarde keine Wache. So einfach ist das. Noch eine Axt. Super, ihr mag seine helle Bade. Okay. Erstmal was rauchen. Okay. Der Bade wollte nicht mit mir sprechen. Wen haben wir denn hier? Was machst du hier? Ich bin hier der Lagerwart. Mein Name ist Gilles. Ich stelle die Waren zusammen, die mit den Karawanen in die umliegenden Städte geliefert werden. Ja. Was wird hier gelagert? Brennholz, Fisch und Felle. Silden versorgt die ganze Umgebung damit. Brauchst du noch was? Wenn du abreisefertige Güter findest, dann bring sie mir. Wenn die nächste Karawane kommt, muss ich gerüstet sein. Abreisefertige Güter. Hab hier jemand vor welchen Koffer packt, weiß ich nicht. Ist das hier eine Mühle? Es war mal eine. Doch seit die Orks hier sind, wird sie als Lagerhalle genutzt. Ich besorg dir Felle. Dann geh zu den Jägern draußen im Norden. Sie sind mit ihrer Lieferung der 8 Kisten schon überfällig. Mhm. Woher soll ich dir die Fische holen? Von den Fischern am Fluss. Man hat mir 8 Fässer versprochen. Wo bekomme ich Brennholz für dich? Die Sklaven im Gefangenenlager liefern mir das Holz. Sie müssten mittlerweile an die 10 reisefertige Stapel davon gemacht haben. Hol dies von dort und bring mir das. Aufgaben 3 Stück, okay. Zeig mir deine Ware. Ja.
mache ich natürlich so eine Aufgabe mit Freude. Gar kein Problem. So, dann habe ich das. Dann gucken wir mal rum. Hardock. Gehörst du hier zur Mühle? Ich gehöre nirgendwo hin, Kleiner. Ey. Seit ich nicht mehr als Schmied arbeiten kann, finde ich mich nicht mehr zurecht. Ich mich auch nicht. Ich kenne das Problem. Was ist dein Problem? Ich habe meinen geliebten Schmiedehammer verlegt. Glaubst du, ich weiß noch, wo ich das Mistding gelassen habe? Wenn du meinen Schmiedehammer siehst, dann bringst du ihn mir. Ist das klar? Also irgendwie haben die Orks hier ein paar Probleme mit Sachen, die sie verlegen. Ich glaube, sie trinken ein bisschen zu viel. Wo bist du denn in letzter Zeit gewesen? Ich war in der Stadtschmiede in Silden und habe ein bisschen in der Arena gekämpft. Irgendwo da muss ich den Hammer verloren haben. Verstehe. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Wenn ich wieder als Schmied arbeiten würde, könnte ich dir auch zeigen, wie ich es mache. Verstehe. Okay. Darf ich jetzt auch einen Hammer suchen? Gar kein Problem. Bitte. Es ist nur ein Orksettner, okay. Dann haben wir mit denen gesprochen. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Hier chillt jemand am Baum und meditiert vor einer Waldbeere. Okay. Orksettner. Ist ein bisschen größer eigentlich hier, ne? Ich bin ja zwar einmal ganz schnell schon mal durchgerannt, aber... ist halt verfallen. Da gibt es ja nie was drin in den verfallenen Gebäuden. Der ist aber auch nochmal ein Haus. Da gehe ich dann ganz am Ende noch hin. Die Häuser am Rande abklappern. Wenn wir es so. Steinkreis. Ich finde es schade hier, es gibt relativ viele, aber irgendwie sind die einfach so random, ohne Hintergrund. Und dafür gibt es vielleicht ein paar zu viele dann hier in Myrtana. Nehmen wir erstmal hier. Also die haben hier eine etwas andere Deko, nicht die bekannte Gardisten-Aufhängdeko, sondern eher Christbaumkugelnd hängend. Sowas. Ja. Okay, das ist das Sklavenlager. Wie läuft's? Das Bewachen der Gefangenen ist entwürdigend. Ich würde lieber wieder in den Krieg ziehen und euch Maras bekämpfen, statt euch zu überwachen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ja. Was machen die Menschen im Gefangenenlager? Maras machen Brennholz, das von hier aus in alle angrenzenden Städte des Mittelreichs transportiert wird. Mhm. Würdest du lieber woanders Wache schieben? Selbstverständlich. Am liebsten in der Stadt. Die Stadtmauern zu bewachen ist ehrenvoller als diese Arbeit hier. Kann ich helfen? Das ganze Brennholz vom Gefangenenlager muss in die Mühle zu Gewäß gebracht werden. Ich weiß. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das hat uns gerade noch gefehlt. Dann melde ich das mal ein. Lars. Wer bist du? Mein Name ist Lars. Ich war einst ein stolzer Krieger aus den hohen Landen von Nordmar. Doch heute vergammle ich hier im Gefangenenlager. Du hast im Krieg gekämpft? Ja, ich war damals der Stärkste meines Stammes. Das sagen sie alle. Hat der auch vielleicht einen Stein für mich? Kannst du mich auch stärker machen? Ja, wenn ich endlich machen könnte, warum ich eigentlich ins Mittelland gekommen bin. Uh-huh. Aber dazu müsste ich erstmal frei sein. Was will der machen? Warum sitzt du hier im Knast? Ich habe den Arenameister Barak bestohlen. Auf Diebstahl stehen die Jungs überhaupt nicht. Ja, ich weiß. Wie kann ich dir helfen? Mir ist nicht zu helfen. Es sei denn, du hättest viel Gold. Ich bin etwa 300 Goldmünzen schwer. Du müsstest mich bei Zapotec, dem Lagerherrn, freikaufen. Oh, verstehe. Nordmann Lars soll ich befreien. Ich habe keine 300 Gold. Und? Dafür haben sie dich inhaftiert?
Wie bitte? Willkommen im Knast, Bruder. Ich bin nicht im Knast. Dieses Lager sieht gar nicht aus wie ein Knast. Lass dich von den offenen Palisaden nicht täuschen, Bruder. Die Orks beobachten jeden Schritt der Menschen hier. Warum bist du hier? Ich habe versucht, einen Feuerkelch aus der Truhe eines Orks zu stehlen. Bin natürlich dabei erwischt worden. Also halten sie mich hier gefangen. Also ein Ork hat hier einen Feuerkelch. Das war doch da noch so eine Mission, die ich hatte. Warum flieht ihr nicht? Wohin denn? Die einzige Chance, den Ork-Patrouillen zu entgehen, ist der Norden. Doch in den Wäldern da oben ist es wegen der wilden Tiere viel zu gefährlich. Dann musst du die Wälder säubern. Du lässt dich lieber versklaven, als ein Risiko einzugehen? Unsinn, ich sage nur, dass die Flucht uns nicht weiterbringt. Einige sind schon abgehauen, sind aber nicht weit gekommen. Wir müssen die Orks bekämpfen, Bruder. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe so einen Rebellen gefunden. Brauchen deine Jungs hier noch irgendwas? Seit einige Sklaven geflohen sind, sind die Orks verärgert. Also hungern sie uns aus, um uns dafür zu bestrafen. Ich besorge euch was zum Essen. Gut, am besten du gehst in die Stadt zu Gambal, dem Koch. Er versorgt die Orks mit gebratenem Fleisch. Sag ihm, wir verhungern. Kann ich ihm nicht einfach Fleisch geben? Einige Dinge werden sich niemals ändern. Erzähl mir mehr über den Feuerkelch. Ich weiß nicht so viel darüber. Ich bin doch kein Feuermagier. Die Orks haben mir den Kelch abgenommen und Zapotec hatte ihn dann in Verwahrung. Ich habe keine Ahnung, ob er immer noch in Zapotecs Hütte steht. Dann muss ich wohl mal gucken. Ich brate mal noch ganz kurz ein bisschen Fleisch. Ich weiß nicht, wie viel er haben möchte. Dann ist es wenigstens gleich erledigt. Also ich habe über 200 Fleisch jetzt. Warte. Geh jetzt nicht zum Koch und hol da Fleisch. Ich habe gebratenes Fleisch für euch. Dank dir. Jetzt müssen wir nicht verhungern. Ich habe hier ein paar Tränke für dich, Bruder. Ich krieg Heiltränke? Richtig, aber ich will die Orks bekämpfen. Dann hör mir gut zu. Ich weiß, dass die Orks größere Bestände an Waffen im Haupthaus lagern. Wir brauchen mindestens 5 Waffenbündel, Bruder. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ich habe Waffen für euch. Gut, wenn er so macht. Dann gib uns das Zeichen, wann wir losschlagen sollen. Stürze dich in die Schlacht mit den Orks und wir werden hier so nicht weiter. Aha, wenn man Heiltrank noch bekommt. Das ging ja fix hier. Die haben euch auch geholfen. Ich wollte jetzt echt nicht bis zu dem Koch latschen. Nur das. War vielleicht wieder ein bisschen blöder, aber naja. Ich habe ja auch Fleisch. Ich benutze das ja nicht. Könnte ich ihm das Essen auch geben? Hier müsste doch noch mehr Brennholz sein. Ach, da. Oh, 10 Kisten, meine Lieben. 10. Ist hier noch jemand mit Apotheke? Hier steht nichts Neues. Der hat scheinbar noch, Feuerkelch. Was willst du? Siehst du nicht, dass du störst? Ich hätte gerne den Kelch, der da drin ist. Was für ein Lager ist das hier? Idiot! Das siehst du doch. Es ist ein Gefangenenlager. Hier kommt ein Morrer wie du hin, wenn er uns Ärger macht. Interessant. Wie laufen die Geschäfte? Schlecht. Ihr Morras seid nicht einsichtig. Aufsässig seid ihr. Statt für mich zu arbeiten, lasst ihr euch von wilden Tieren zerfleischen. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Vielleicht ist es einfach besser. Wer ist hier der Boss? Ich bin hier der Boss. Du bist also der Herr dieser Stadt. Ich will das gar nicht mehr. Natürlich nicht. Umbrak ist der Anführer dieser schmierigen kleinen Siedlung. Und ich hoffe, das ist er nicht mehr lange. Alter Schwede. Ich schätze, du wärst gern an Umbraks Stelle. Umbrak ist verweichlicht. Die Morras in der Stadt haben viel zu viel Freiheit.
Das hätte er doch besser. Umbrak ist scheinbar sehr beliebt. Beliebt? Jeder Ork und jeder Morrer in diesem Nest hat Angst vor ihm. Aber ich glaube die Geschichten über seine Heldentaten nicht. Ich würde ihn herausfordern. Welche Dinge werden sich niemals ändern. Was hindert dich daran, Umbrak herauszufordern? Dieser elende Schamane Grompel. Umbrak unternimmt nichts, ohne ihn um Rat zu bitten. Man könnte fast sagen, dass Grompel der eigentliche Herr der Stadt ist. Ich sehe schon, ich muss hier... Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Was für die Orks klären? Ich könnte Grompel für dich töten. Das will ich sehen. Irgendwann ist auch das. Ich sehe, dass es dir ernst damit ist, was? Nun gut. Ich würde dir einen Batzen Gold geben, wenn es dir gelingt. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Ich würde gern eher den Feuerkelch haben. Die Stadt wird stark geschwächt, wenn der Schamane Grompel fällt. Die miesen Rebellen sollen ruhig kommen. Ich habe keine Angst vor denen. Aber wie kriege ich den denn unauffällig beseitigt, den Schamanen? Und es kommt noch schlimmer. Deine Sklaven werden von Tieren zerfleischt? Richtig. Die Idioten fliehen in die Berge und werden dort von Wölfen gefressen. Sklaven fliehen aus deinem Lager. Ja, zum Henker. Ja. Ich werde dem Kerl das Fell abziehen, der sie freigelassen hat. Die meisten Sklaven arbeiten doch. Ja, aber auch nur, weil ich sie dazu treibe. Ich werde dir deine Sklaven zurückbringen. Nein, das wirst du nicht. Töte sie. Alle fünf. Nur so werden die anderen Sklaven wieder gefügig. Ja klar. Ich will den Nordmann Lars freikaufen. Na gut. Der Nordmann gehört dir. Es wäre ohnehin besser, wenn er hier verschwindet. Er hat bisher nur Ärger gemacht hier im Lager. Wahrscheinlich hätte ich jetzt auch warten können. Ich wollte den einen jetzt hier nicht verraten. Ich hatte noch eine Dialogoption übrig. Aber ich wollte jetzt hier niemanden verraten. Alter, das Bild gerade. Das mache ich doch nicht. Ich mache ja schon genug andere Sachen. Lars, du kannst gehen. Ich habe dich freigekauft. Ach komm, du verarschst mich. Jetzt geh. Sehe ich aus, als würde ich dich verarschen? Ein Mann mit Ehre. Bin beeindruckt, Freund. Wenn ich dir auch irgendwie helfen kann, sag mir Bescheid. Wir lernen die Kälte zu ertragen. Nämlich zum Pass nach Nordma, da war ich ja schon. Ich will lernen, die Kälte zu ertragen. Du musst dich viel bewegen. Das wärmt den Körper. Jede Bewegung muss aus dem ganzen Körper kommen. Und sorge dafür, dass du immer warme Füße hast. Okay, so. Dann bin ich wenigstens vorbereitet. Ich würde ihn dann mitnehmen, wenn wir zum Pass gehen. Dann wird er sich wahrscheinlich dort aufhalten. Am besten erledigst das selbst. Ist er natürlich da drin, ne? Vorher kann ich noch klauen. Also probieren zu klauen. Da ist die Arena. Hier geht's weiter. Wenn ich hier einen Hammer finde. Ach, eine Hellbarde muss ich auch noch suchen. Und jetzt mal die Arena absuchen, ob da ein Hammer liegt. Arena-Sachen will ich nicht machen. Es gibt hier überall in jeder Stadt. Das wird doof. Kann ja hier nicht überall Champion sein, also kann ich schon. Rompok. Du bist ein guter Arena-Kämpfer, richtig? Der Beste. Ich könnte eine starke Hand gebrauchen beim Säubern der umliegenden Gebiete. Warum sollte ich dir helfen? Weil ich dir sonst die Fresse poliere. Wenn du das sagst. Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist, Morra! Was kann denn schon?
bleibt stehen! Ich hab dich in Stücke! Ich hab hier mal nicht gespeichert, oder? Ich hatte überlegt. Ach, wisst ihr was? Letzten Schnitt. Wir sehen uns nachher irgendwann da wieder. Bis gleich. Jetzt bin ich wieder da bei der Arena. Ich glaube, ich spreche nie nochmal mit ihm, sondern erst, wenn wir hier kämpfen müssen. Sonst probiere ich es gleich nochmal aus. Die Musik hat sich gerade so drastisch geändert. Ich habe mich gerade gewundert. Ich wollte nämlich gucken, warum gibt es denn hier so eine Höhlen bei der Arena? Das irritiert mich. Ach so, die Kämpfer sind hier. Ah. Mach dich nützlich, Morra. Morra. Ich glaube, das werde ich, glaube ich, immer mal so als extra und einbauen. Hier schläft jemand. Lass mich schlafen, Morra. Hardox Hammer, perfekt. Geht zwar nicht, aber angezeigt wurde was. Gut, den Hammer habe ich jetzt schon mal. Und bei dem Gefangenenlager hatte ich auch gefunden die Holzkisten. Das heißt, ich mache jetzt mal hier weiter. Arena-Sachen möchte ich nicht machen. Den Hammer haben wir schließlich jetzt auch gefunden. Ja. Der hat noch eine Zeit. Ich muss Wache stehen. Aha. Alles klar? Stehe hier schon seit Tagen. Hab Hunger. Ich will gebratenes Fleisch. 5 Keulen. Okay. Ich habe gebratenes Fleisch für dich. Hier damit. Hier hast du Gold. Verstehe die Aufgaben hier nicht. Wieso? Das sind hier irgendwie so andere Problemchen. Fischfass. Ah, okay. Ich bin bei den Fischern schon angekommen. Hier sind die anderen Sachen, die ich einsammeln soll. Hier gibt's nicht ganz so kreative Aufgaben. Vielleicht kommt hier noch was. Gucken. Lass mich. Da hinten stehen noch. Hier ist ein Fischfass. Hinten stehen noch welche. Dann sammle ich die auch ein, damit ich die dann abgeben kann im Lagerhaus. Weil ich es doch liebe, solche Aufgaben zu machen. In der Nase. Okay. Doch fantastisch. Ah, die Fischer wollen nicht mit mir reden. Ja, komisch. Finde ich verwirrend. Eigentlich hätte ich mich einfach abholen können. Nee, Stan. Ach, mit dem hatte ich gleich schon mal gesprochen, oder? Jetzt werde ich schön in Ruhe was rauchen. Nee, er muss erstmal mit schönen Ruhe was rauchen. Und dann geht's hier wieder weiter. Okay, mir fehlt noch was. Wenn er so weitermacht, wird das da oben noch irgendwie ein Fischding ist. Ist das dein Ernst? Ja, hier. Zählt auch noch als Fischhalter. Dann habe ich schon mal 7. Hey, Hardlord. Wer bist du denn? Ich bin Hardlord. Ich bin, oder besser war, der hiesige Schiffsbauer. Mhm. War? Ist was nicht okay? Schau dich doch mal um. Diese Drecksorks haben mein ganzes Geschäft kaputt gemacht. Zu allem Überfluss habe ich auch noch meine Werkzeuge verloren. Also wirklich. Also in dieser Stadt verlieren die alles? Und bringen ihre Sachen nicht ins Lagerhaus. Was anderes ist hier nicht, oder? Du hast doch hier noch genug Werkzeuge rumliegen. Aber das ist nicht dasselbe. Schon mein Urgroßvater hat mit diesem Werkzeug gearbeitet. Verdammte Ruinen! Kann dir doch egal sein. Ruinen? Okay. Das hat uns gerade... Was genau ist mit deinen Werkzeugen passiert? Also das war so. Ich bin raus, mein neues Boot testen. Auf einmal macht's Rums und das Boot war futsch. Konnte mich gerade noch so an Land retten. Und was hat das mit deinen Werkzeugen zu tun? Ich hatte sie bei mir. Wie gesagt, ich habe mein Boot getestet. Da waren 2 Viecher, die mich beinahe zerfleischt hätten. Hab sie mit den Werkzeugen beworfen. Hatte gerade noch so Glück. Okay, er hat es nicht ganz verloren. Er hat schon verloren, aber zur Selbstverteidigung. Erzähl mir von diesen Kreaturen. Der eine war ein Lurker. Widerliche Biester. Nimm dich vor ihren Klauen in Acht.
Und das andere Vieh? Das war ein Varan. Mann, hatte ich Glück, dass ich meine Werkzeuge dabei hatte. Hab's ihnen direkt ins Maul geworfen. Und nun stehe ich da, so ohne nix. Hab leider genug zu tun mit meinem neuen Boot, sonst würde ich denen mal ordentlich... Was? Schon klar. Ein wenig feige, was? Ich bin halt ein Bootsbauer und kein Schwertschwinger. Wäre ich Krieger, würde ich in der Arena kämpfen. Nee, würdest du nicht. Okay, ich sehe schon, was ich da machen muss. Ich weiß nicht, was er genau mit Ruinen meint, ob er das da auf dem Wasser jetzt meint. Oder nicht? Mal. Welche Ruinen? Sag mal, bist du blind? Ja. Guck mal da zum See. Okay. Diese riesigen Mauerreste. War mal eine alte Burg der Paladine. Dann hat irgendwer in Trelis den Fluss zum Meer gestaut. Bestimmt so ein paar verrückte Magier. Mhm. Und schwupp, weg war die Burg. Mann, haben wir gelacht, als auf einmal die Blecheimer aus dem neuen See krochen. Und nun sind die Überreste der Burg gefährliche Bootsschlitzer. Die Ruinen haben schon so manche Boote zum Versinken gebracht. Okay, das heißt, er meint wirklich, dass wir, was wir da sehen, geradezu, muss ich aber hinschwimmen. Wie stehst du zu den Orks? Scheiß Bande. Aber denen zeigt's mal jemand. Aber ich sollte nicht zu laut reden. Ich lasse sie in Ruhe und sie mich. Nur die Nachfrage nach Booten ist nicht mehr da. Die Orks lassen keinen Schiffsbau für große Sachen mehr zu. Warum? Woher soll ich das wissen? Indem du das mal herausfindest und nachforscht. Dein Großvater. Ja, das war noch ein Haudegen. Kam von den südlichen Inseln. Hat sich hier niedergelassen und die Kunst des Schiffsbaus hierher gebracht. Er hatte das Werkzeug von den südlichen Inseln. Damit geht alles richtig gut von der Hand. Hauding. Ein richtiger Hauding. Trelis? Wo ist das? Ist so eine Burg weiter im Süden. Lauf den See entlang Richtung Süden und dann einfach dem Fluss folgen. Kannst du gar nicht verfehlen. Ja, da müssen wir auch noch hin. Was wurde aus den Paladinen? Die waren mächtig sauer. Der König hat ihnen dann die Burg bei Gotha gestellt. Keine Ahnung, was aus ihnen wurde. Ja, das wissen wir, aber wir fragen es trotzdem, weil es nicht disabled ist. Wo finde ich Gotha? Okay, das wird ein wenig komplizierter. Geh nach Süden, wie als wenn du nach Trelis willst. Kurz vor Trelis ist eine Abzweigung nach Montera. An Montera vorbei Richtung Norden. Auf dem Weg. Solltest du nicht verfehlen. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Okay, ich bring dir die Werkzeuge. Super. Gib Bescheid, wenn du sie hast. Was krieg ich dafür? Ich denke, ich habe noch wohl ein paar Goldstücke. Wo finde ich das Zeug? Gute Frage. Ich würde um den See herumsuchen. Die zwei Biester, die mich angegriffen haben, sollten dort noch herumlungern. Ich hoffe, sie verrecken an meinen Werkzeugen. Um den See herum? Ich dachte, er war da bei diesen Ruinen. Ich dachte, wir müssen da hinschwimmen. Okay, wahrscheinlich dann hier direkt außerhalb. Genial. Ach, hier sind noch ein paar Fesseln. Jetzt habe ich schon 10. Ich glaube, ich habe ein paar zu viel mitgenommen. Du arbeitest hier als Fischer? Den ganzen Tag lang und Abend auch noch. Nachts bekomme ich dann vielleicht mal ein wenig Schlaf. Er klingt sehr begeistert von seinem Job. Und sonst? Ich komme zu überhaupt nichts mehr. Ich auch nicht. Verrenke mir die Knochen und weiß vor lauter Arbeit gar nicht wohin. Ja, kein echtes Problem, ne? Braucht ihr Hilfe? Die ganzen Fischfässer hier müssen zur Mühle gebracht werden. Ah, nee. Wirklich? Zeig mir deine Ware. Der so... Nichts, was ich gebrauchen könnte, das Niedrige würde ich mitnehmen. Ziehen. Nicht so spannendes. Hier. Die ganzen Orks haben hier Namen, das irritiert mich. Hat der auch das kann doch nicht wahr sein. Ja. Schon wieder ein Fischer weniger. Ob das etwas mit den seltsamen Lurkern drüben zu tun hat? Ach, nee, der hat nichts also er hat was verloren, er hat einen Fischer verloren, aber jetzt nicht so wie die anderen. Hast du Lurker gesagt? Auf der anderen Seite des Flusses im Süden hat sich eine Herde Lurker niedergelassen. Seit sie hier aufgetaucht sind, geschehen hier seltsame Dinge. Die Fischschwärme spielen verrückt. Fischer verschwinden. Wenn ich nicht Wache schieben müsste, würde ich mir die Brut mal vornehmen. Gut, das machen wir dann natürlich auch noch. Hier war doch gerade jemand, der gehämmert hat. Da. Ach so, noch ein Söldner. Drüben im Süden. Ja. Da, geradezu. Guck mal, da machen wir das auch direkt mal, wenn er die meint.
Seltsamer Lör, ja. Ich doch gerne noch. Okay, da hinten taucht schon noch einer auf. Fertig. Ja, das waren scheinbar alle, auf jeden Fall alle seltsamen, die wir beseitigen müssen. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Oder noch die Klamotten, die Werkzeuge von dem einen sind. Müssen wir noch gucken. Jo. Na fix. Liegt hier rein zufällig Werkzeug rum? Ich brauche einen Varan und einen Lurker, die befreundet sind. Die ein Trauma davon haben, dass sie mit Werkzeug beschmissen wurden. Nichts zu holen. Das Sonne brauche ich hier noch. Abgebrochen. 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 Da hinten ist ein normaler Lurker. Also, nicht kein so ein Spacker. Sondern Peace. Machen wir das doch schnell. Ist doch gar kein Problem. Vollgefressener Lurker. Adlerzimmer. Deshalb vollgefressen. Okay, er hat den gegessen, den Hammer. Ja. Ihm schmeckt Ballaststoffe mal anders. Wieder seins. Okay, dann kann ich auch wieder zurück. Dann haben wir das nämlich auch. Die Hellebarde fehlt mir dann noch. Hellebarde. Er ist schon. Die Pike. Würde mir noch fehlen für den einen Ohr. Das ging doch fix. Dann kann ich nachher alle Sachen abgeben. Die Fässer auch. Mir fehlt aber noch eine Sache, was ich einsammeln sollte. Ich habe jetzt die Bretter und Fischzeug und da war doch noch was. Erstmal hier. Ich bin fertig. Die seltsamen Lurker sind Geschichte. Sehr gut. Na dann heißt es jetzt wieder Wache schieben. Hier, für die gute Nachricht. Dann heißt es jetzt wieder Wache schieben. Ich dachte, er kann die nicht beseitigen, weil er Wache schiebt. Ich hab mich verarscht. Übrigens, ein Teleportstein habe ich, kam hier mir noch nicht über den Weg, oder? Rein. Praktisch betrachtet, habe ich noch nicht gesehen. Jetzt habe ich den einen. Welcher Fischer war das? Der war da hinten. Vorbeigelaufen. Ja. Ich fische heute mit dem Boot. Ja. Ich habe deinen Hammer gefunden. Hey, toll, danke. Fehlt nur noch die Säge. Bekomme ich schon was? Hohoho, immer langsam. Erst die Säge, dann das Gold. Ach so. Eine Säge. Dann hat der Varan vielleicht die Säge. Ich dachte, das wäre nur eine Sache, die wir bräuchten. Dann guck ich mal. Er hat ja einen Lurker und Varan gesagt. Gucken, ob wir ihn und Varan anvisieren können oder so. Na. Ich dachte, das wäre jetzt zu fix gewesen, ne? Wahrscheinlich komplett auf irgendeiner anderen Seite. Ach, hey.
müsste ja im Wasser sein. Da. Oh, im Wasser. Wegen der Säge. Baue ich hier alles nochmal ab? Ich habe gedacht, er hätte den Varan und den Locker abgeschmissen. Sind die dann getrennte Wege gegangen? Wie darf ich das verstehen? Nichts zu holen. Ach, hier war ich schon mal. Hier bin ich ja schon lang gelatscht. Das ist ja der Weg, den ich aus Geldern gekommen bin. Ich bin nur Wölfe, aber okay. Na toll. Kann natürlich jetzt überall aufgeploppt sein. Wegen der Siege, ne? Ich glaub's ja. Erbstücke sind dem irgendwie sehr wichtig. Aber Werkzeug? Nutzt sich das nicht da? Zum Varane. Nicht auch irgendwann noch ab? Varan mit Verstopfung. Ich hab ihn gefunden. Der Titel ist aber auch gut. Varan mit Verstopfung. Ruinenstein. Wir haben auch einen Ruinenstein bekommen. Jo, cool. Also ich machte die Schwimmanimation in Gothic 1 und 2 irgendwie mehr. Das sieht eher so froschig aus. Egal. Säge abgeben. Und wir haben jetzt so einen Stein schon wieder bekommen. So, hab alles gefunden. Danke, mein Freund. Endlich kann ich wieder loslegen. Ja. Hier ist die versprochene Belohnung. Gib mich alles auf einmal aus. Mhm. Vielleicht kannst du mir noch etwas helfen. Nein. Um was geht's denn? Nun also, das ist so. Ich bin nicht so gut im Bootsbau. Deswegen lassen mich die Orks auch werkeln. Und? Soll ich dir jetzt erklären, wie man ein Boot baut? Hm? Nein, natürlich nicht. Aber wenn dir mal jemand über den Weg läuft, es soll dein Schaden nicht sein. Bring mir etwas, das mir hilft, bessere Boote zu bauen. Und ich schwöre dir bei meinem Urgroßvater, du wirst reich entlohnt. Reich? Gut. Aber wie soll ich ihm da helfen? Soll ich jetzt einen Bootsbauern irgendwo entführen und ihn bringen? Irgendeine Idee, wo ich suchen soll? Wenn ich wüsste, wie und wo, wäre ich selbst schon losgezogen. Aber in Myrtana wirst du wohl schlechte Karten haben. Die Orks haben gründliche Arbeit geleistet. Ich würde es vielleicht mal weiter im Süden probieren. Ja, ich kannte mal im Süden einen Bootsbauern. Der existiert aber nicht mehr. Und ich habe die Pläne nicht bekommen, aber er hat so eine Skizze angefertigt. Wir konnten aber nichts mitnehmen. Vielleicht kann man da jetzt was mitnehmen? Weiß nicht, müssen wir mal gucken. Na, hier war ich schon dran. So, das haben wir. Was fehlt mir denn noch? Also hier, ich habe eine Idee, wegen was er auch gerade angedeutet hat. Es wird mir vielleicht etwas schwierig. Aber was soll ich noch für Kisten sammeln? Schwester? Verlieferung der Jäger. Draußen im Norden. Na dann. Das würde mir noch fehlen und dann habe ich eigentlich. Ist das deine Arena? Du willst kämpfen, Mora? Nee. Erstmal will ich speichern, bevor das hier wieder ausartet. Wer hat hier in der Stadt das Sagen? Umbrak ist unser Anführer. Aber ich weiß nicht, ob er Zeit für dich hat. Er ist immer sehr beschäftigt.
Vielleicht redest du erstmal mit dem Schamanen der Stadt. Sein Name ist Grompel. Hm. Er ist die rechte Hand von Kriegsherr Umbrak. Verstehe. Hab ich gehört. Und es kommt noch schlimmer. Arena-Kämpfe möchte ich niemanden. Grinsende Torwache. Hier war ich noch nicht, oder? Mit denen habe ich noch nicht gesprochen. Da komme ich nicht rein. Keinen Schritt weiter! Ja. Ach, hör doch auf. Rumpel. Ich habe ihn gefunden. Erstmal lesen. Hier steht was über Alchemie. Perfekt. Mit Rumpel rede ich auch gleich. Also hier sind halt richtige Häuser. Noch so ein Nichtsnutz in meiner Küche. Du bist hier der Koch? Ach, hör auf, mich zu verarschen und verschwinde. Ich hab zu tun. Nö. Und sonst? Quatsch hier nicht rum. Ich brauche rohes Fleisch. 50 Keulen. Wie bitte? Du kannst dir nicht vorstellen, was alles in so einen Halbaffen reinpasst, Junge. Geh und besorg rohes Fleisch. Wenn ich nicht alles gegrillt hätte, hätte ich ihm auch welches geben können. Warum bist du so unentspannt? Wenn ich nicht funktioniere, schlagen sie mir die Rübe ab. Und? Also hilf mir oder verschwinde. Aber steh mir nicht im Weg herum. Ah, und wenn ich ihm wahrscheinlich sein Fleisch besorgt hätte, hätte ich für die andere Aufgabe, die ich hatte, ihm dann gleich sagen können, bekomme ich dafür gegrilltes Fleisch oder so? Dino. Okay. Was weißt du über diese Stadt? Silden liegt am Pass zu Nordmar. Als der Krieg begann, kamen die Orks aus dem Nordosten über die Berge. Deshalb ist Silden auch die erste Stadt, die überrannt und eingenommen wurde. Seit dem Tag hat es hier keine größeren Kämpfe mehr gegeben. Wer regiert diese Stadt? Umbrak. Im Krieg war er ein großer Feldherr der Orks. Grompel, der Stadtschamane, ist seine rechte Hand. Umbrak unternimmt nichts, ohne ihn vorher um Rat zu fragen. Hm. Hab ich ja schon gehört. Du bist kein Söldner. Du bist ein Rebell. Verdammt, ich hätte besser die Schnauze halten sollen. Was wirst du nun machen? Das weiß ich noch nicht. Schließ dich uns an. Einen Mann wie dich können wir brauchen. Ich will euch helfen. Endlich jemand, der den Mumm hat, etwas zu bewegen. Wie sieht's aus mit Waffen? In der Mühle am Fluss habe ich eine Menge davon gesehen. Müssten an die 5 Waffenbündel sein. Wenn wir die hätten, wären wir einen großen Schritt weiter. Jetzt braucht er auch noch Waffenbündel. Ich habe die Waffen, die ihr braucht. Du bist ein guter Mann. Dich können wir hier gut brauchen. Was ist mit den entlaufenden Sklaven? Wenn sie noch nicht von Tieren gefressen wurden, verstecken sie sich irgendwo im Norden. Jemand muss sie in unser Auffanglager im Wald vor dem Pass bringen. Ein Mann namens Freemann wird sich um sie kümmern. Ich habe damit keine Ahnung. Wer führt euch Jungs eigentlich an? Mein Bruder Anok. Er hat sich mit einigen Leuten in den Wäldern verschanzt. Jemand muss ihm sagen, dass wir hier unten seine Hilfe brauchen. Wann wollt ihr Rebellen losschlagen? Hier in Silden sind die Orks in der Minderheit. Trotzdem regiert Umbrak immer noch mit eiserner Hand. Er muss irgendetwas Mächtiges in der Hinterhand haben, dass sie ihn alle so fürchten. Wir müssen erst wissen, was das genau ist, bevor wir die Revolte starten. Ja. Das hat der Ork-Krieger bestimmt jetzt gar nicht gehört, als ich hier draußen stand und mit dem gesprochen habe. Babel. Nichts zu tun? Normalerweise jage ich oben in den Bergen und hänge nicht so unnütz herum. Und warum nicht jetzt? Warum bist du hier in der Stadt? Ich habe gerade einige unserer Felle beim Lagerwart abgegeben. Eigentlich wollte ich gerade nach Hause, aber irgendwie kann ich mich nicht aufraffen. Dachte, ich soll die abgeben. Was jagst du? Eigentlich alles, was auf unseren Ebenen hier lebt. Dazu muss man zuweilen ganz schön schnell und gelenkig sein. Wenn du willst, kann ich es dir beibringen. Dazu müsstest du allerdings mit mir hoch zur Jägerhütte kommen. Okay. Zeig mir deine Jägerhütte. Kein Problem, komm mit. Wir gucken uns mal seine Jägerhütte an, damit ich dann weiß, wo ich eventuell die Felle holen soll oder auch nicht. Mit den anderen hier habe ich jetzt schon gesprochen. Ich bin jetzt einmal komplett rum. Weil diese Fälle würden hier halt nochmal komplett fehlen. Wenn er gleich die Hütte meint, die man da hinten schon sieht. Aber nicht Norn. Norn ist da. Hm.
Das irritiert mich. Vielleicht muss ich auch gar nichts mehr dahin bringen. Muss ich dann gleich mal austesten, ob da was rumsteht oder nicht. Oder wie es ausschaut. Lauf weiter, ich bin nicht schneller. Öffnen. Nee, da ist noch eine Hütte. Ah. Ich meinte eher die. Vorher noch 50 Fleisch, ne? So, hier ist die Jagdhütte. Danke. Soll ich dir nun etwas über die Jagd hier in den Ebenen beibringen? Ich will Akrobatik lernen. Mach mich zum unermüdlichen Läufer. Nehmen wir das doch. Mach mich zum unermüdlichen Läufer. Atmung ist das Wichtigste. Oh. Atmest du falsch, bist du schnell aus der Puste. Atme gleichmäßig und saug die Luft tief in deine Lunge. Dann wirst du immer welche haben, wenn du sie brauchst. Und das Allerwichtigste, gerate niemals in Panik. Akrobatik, ach komm. Ich will Akrobatik lernen. Körperbeherrschung ist eine feine Sache. Damit kannst du einen Sturz aus großer Höhe sicher überstehen. Nicht. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Eigentlich wollte ich. Man lernt nicht diesen Hechtsprung. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht vom... Ich dachte, hier mein Lieblingssprung, womit man... Was vergessen. Er kann sich ja auch nirgendwo mehr hochziehen. Schade, ich dachte, man lernt mit Akrobatik wieder diesen Hechtsprung. Ja, Skoffig. Eins und so. Egal. Ignoriere es jetzt. Hat sinnlos ausgegeben, aber kann ich wirklich jetzt. Ah, da gut, dann kann ich besser durch die Gegend rennen, sagen wir es so. Sind das die Kisten? Ja, Kisten mit Fellen, die ich vielleicht wirklich mitnehmen soll. Sind aber nur vier. Auch mehrere. Ja. 7. Die 8 ist versteckt. Oder wie? Nicht wirklich. Die steht hier nicht offensichtlich rum. Du bist hier der Boss? Die Orks haben das Sagen, mein Freund. Ach. Mein Beitrag zu dieser Gemeinschaft ist eher bescheiden. Meiner auch. Wie läuft die Jagd? Sehr gut. Hier oben im Norden findet ein Jäger immer fette Beute. Vor allem Snapper. Die bringen ordentlich Kohle in Silden. Ich kann dir etwas über die Jagd beibringen, wenn du willst. Ja, passt schon. Arbeitest du für die Orks? Jeder halbwegs vernünftige Mensch tut das. Sich gegen die Orks aufzulehnen, ist reiner Selbstmord. Vernünftige Einstellung. Ja, das ist es. Auch wenn die Orks jetzt die Preise bestimmen. Die Menschen in Silden zahlten damals wesentlich mehr. Ja, das Leben ist hart. Ich will Snapper jagen. Gute Idee. Am besten, ich komme gleich mit. Was? Sag mir, wenn du bereit bist. Dann geht's los. Mach ich's später, nicht jetzt, ne? Ich will erstmal die Sachen wegbringen gleich. Wie läuft die Jagd? Fast schon zu gut. Wir jagen in dieser Saison mehr, als wir tragen können. Wir haben kaum noch Zeit, unsere erbeuteten Felle nach Silden zu liefern. Ich könnte eure Felle nach Silden bringen. Das wäre eine gute Sache. Hier stehen 8 Kisten mit abreisefertig verpackten Fellen. Nein, hier standen nur 7 Kisten mit Abwerten. Da steht die 8. Kiste. Okay, bevor ich jetzt hier jagen gehe mit Falk, würde ich erstmal die ganzen Kisten auch in der Mühle abgeben und so. Und mir machen wir so Aufgaben hier. Dann kriege ich wenigstens noch ein bisschen Fleisch, wenn ich jetzt auf Snapperjagd gehe. Sonst hätte ich es jetzt auch nicht mehr. Ah, unbedingt gemacht. Jetzt weiß ich, was die Akrobatik hier macht. Wir machen dann eine kleine Rolle, wenn wir uns von irgendwo runterstürzen. Okay. Trotzdem finde ich schade, dass man sich nirgends so hochziehen kann. Ich erkunde doch so gerne irgendwelche Türme. Den Hammer von ihm habe ich schon gefunden. Ich habe deinen Hammer in der Arena gefunden. Das ist gut, Kleiner. Jetzt kann ich endlich wieder als Schmied arbeiten. Das
Also, die helle Bade habe ich noch nicht. So, für ihn, die Kisten habe ich. Hier, ich habe Brennholz. Okay, gib her. Hier, dein Lohn. Danke. Es gibt Fisch. Ah, die Fischfässer, sehr gut. Hier dein Lohn, Fremder. Danke. Ich habe hier Felle von den Jägern. Gut, her damit. Hier ist das Gold dafür. 1500 Goldmünzen. Bring das Gold den Jägern. Aber trödel nicht damit herum. Sonst werden sie sauer. Ja, ich muss ja eh wieder zurück. Dann passt das ja für die Snapperjagd. Dann passt das ja, würde ich sagen. Okay, ein Teil fehlt jetzt noch von den Infos, die wir hier bekommen hatten, was wir erledigen müssen. Ich würde dann aber erst wieder zu den Jägern gehen. Und dann auch auf Snapperjagd gehen. Das würde ich ja beim nächsten Mal machen, weil ich wette, wenn ich jetzt hier außerhalb bin, finde ich wieder irgendwelche Höhlen und mache alles andere, als wir eigentlich machen sollen. Ja, aber bis dahin war es mir auf jeden Fall ein inneres Blumenpflücken. Ciao.